Wasserqualität hat natürlich auch viel mit Gewässersanierung zu tun, wenn es im speziellen Falle zu spät ist bereits für ein Gewässer. Und es gibt verschiedene Quellen für eine Belastung von Gewässern. Man kann jetzt natürlich verschiedene Stoffeinträge haben aus der Atmosphäre oder aus Niederschlägen, dass zum Beispiel Depositionen in ein Gewässer gelangen können. Beziehungsweise gibt es auch diffuse Einträge über die Oberfläche. Man spricht hier von einem sogenannten Surface Runoff oder über den Boden, über den Interflow gehen. Das heißt, dass Wasser über den Boden nicht an der Oberfläche in ein Gewässer eindringen kann und bestimmte Schadstoffe mitbringen kann. Von welchen Schadstoffen sprechen wir hier? Es gibt hier verschiedene Stoffgruppen. Das heißt jetzt, zum Beispiel aus Kläranlagen können wir Restbelastungen haben. Das kann organisches oder anorganisches Material sein. Was früher in den 60er, 70er Jahren oft der Fall war bei bestimmten Gewässern, sind landwirtschaftliche Düngemittel, wobei die Elemente, die hier interessant sind, hauptsächlich Stickstoff und Phosphor sind. Diese beiden Nährstoffe können zum Beispiel von Algen extrem gut genutzt werden und zu einem erhöhten Algenwachstum führen, was dann wiederum zu einer Eutrophierung eines Gewässers führen kann. Dann natürlich Pestizide aus der land- und forstwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung, zudem auch Schwefel-Stickoxide, extreme Mengen von Schwermetallen, die nicht nur industriellen Ursprung haben können, sondern auch natürlichen Ursprung, wie wir es auch wissen, von bestimmten Hochgebirgsseen, wo es zum Teil aus dem Gestein herausgelaugt werden kann. Leider gibt es auch immer wieder von Klärwässern extreme Mengen an Hormonen, welche in unseren Gewässern übrig bleiben und zu großen Problemen bei verschiedenen Organismen führen können. Man spricht zum Beispiel bei Fischen von einer Verweiblichung der männlichen Fische, wobei es zu einer Reduktion der Geschlechtsmerkmale kommen kann und somit auch zu einem Einbruch in der Reproduktion. Beziehungsweise auch durch diese gesamte Problematik des Plastikabfalls, wo dann sehr viele Weichmacher in unsere Gewässer kommen können. Und diese sind dann natürlich extrem schwierig herauszufiltern. Man sollte diesen natürlichen bzw. naturnahen Zustand erhalten können. Das heißt, man kann jetzt für verschiedene Gewässer Qualitätsziele erstellen, für diese Gewässertypen. Was erwartet man sich von diesem Gewässer? Wie wird es genutzt? Welche Standards muss dieser See, dieser Fluss beinhalten? Man kann der umliegenden Industrie bzw. technischen Betrieben, wie zum Beispiel der Klärtechnik, bestimmte Auflagen aufgeben, beziehungsweise Renaturierungsprogramme weitergeben, um diese Gewässer wiederherzustellen. Und man muss sich dann selbstverständlich auch an diese Stoffkonzentrationen halten, um diese Qualitätsziele für die Gewässer garantieren zu können. Ein Gewässer ist natürlich nicht nur abhängig von der menschlichen Sanierung, sondern hat ein gewisses Selbstreinigungspotenzial. Das heißt, man spricht hier von dieser Trophie, wo der Umsatz und die Biomasse autotropher Organismen bezeichnet werden in Zusammenhang mit bestimmten Nährstoffen. Also hier kann ein Gewässer über ein Selbstreinigungspotenzial einen bestimmten Trophiegrad wiederherstellen. Wenn man von heterotrophen Organismen spricht, in Bezug auf Umsatz und Biomasse, spricht man von der sogenannten Saprobie, welche als Qualitätsmerkmal herangezogen werden kann. Man kann jetzt eine Nährstoffkonzentration in Gewässern verbessern, indem man zum Beispiel heterotrophe Mikroorganismen zuführt, welche Stoffe abbauen können, nutzen können. Und ganz kritisch wird es dann natürlich bei den Gewässern, wenn dieses Gleichgewicht zwischen der Trophie und der Saprobie gestört ist.
Es gibt gewisse Gewässertherapien. Man kann jetzt einen See sanieren durch externe Maßnahmen, zum Beispiel indem man künftige Verhinderungen einer Belastung unterbindet. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel einen Abwässer ableiten von diesem Gewässer, dass es schon einmal gar nicht eingeleitet wird. Wenn das schon passiert ist, muss man einen See natürlich restaurieren. Das heißt, Gewässer wird in den natürlichen Zustand rückgeführt. Und der natürliche Zustand ist ein Zusammenspiel aus den geochemischen, morphometrischen und hydraulischen Parametern. Und oft ist es auch so, dass dann nur ein Kompromiss erzielt werden kann und nicht die originale Situation. Als externe Maßnahmen verstehen wir hier hauptsächlich kanalisierte Abwässer. Man kann zum Beispiel eine Ringleitung anlegen, wie es häufig der Fall war in den 60er, 70er Jahren, dass Abwässer ferngehalten werden vor der Einleitung in einen See. Oder man kann im Abwasser das Phosphat vorher fällen über chemische Prozesse. Beziehungsweise kann man in Waschmitteln auch einen Phosphatersatz verwenden, dass unsere Gewässer nicht mehr so belastet werden. Man kann in Bezug jetzt auf die Phosphatfällung, schaut es jetzt so aus, dass man mit Metallionen fällt, beziehungsweise mit Calcium- oder Aluminiumsulfat. Man kann damit bis zu 90% des Phosphats eliminieren. Es gibt jedoch nicht nur die chemische Phosphatfällung, sondern auch eine biologische Phosphatelimination, indem jetzt Bakterien zum Beispiel Phosphate aufnehmen können und in der Zelle speichern. Das ist oft der Fall bei Bakterien, welche das als Nährstoffspeicher in die Zelle aufnehmen. Als Phosphatersatzstoffe in Waschmitteln kann man zum Beispiel das Zeolit verwenden oder einsetzen, Zeolit A. Man bezeichnet dies auch als Sasil, was für Polyphosphate als sehr guter Ersatz geeignet ist. Man kann zum Beispiel auch feinkörniges Material einbinden. Es kann natürlich nicht abgebaut werden, aber man kann es zurückhalten. Man kann zum Beispiel Zooplankton einsetzen, welches Phosphate zum Beispiel filtriert, oder als Alternative die Nitrilotrie-Essigsäure verwenden. Es gibt auch interne Maßnahmen zur Gewässertherapie, indem man zum Beispiel hypolimnisch belüftet. Das heißt, im unteren Bereich eines Pelagials kommt es zu einer Belüftung mit Sauerstoff. Oder man verwendet eine Ableitung von diesem hypolimnischen, meist sauerstofffreien Wasser. Man spricht hier von einem sogenannten Olszewski-Rohr. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Rohr, welches an der tiefsten Stelle installiert wird und dieses sauerstoffarme oder freie Tiefenwasser ableitet. Oder man kann auch Sedimente aus dem See entfernen, Sedimentoberflächen abdecken, das ist eine sehr drastische Maßnahme, oder seeintern Phosphat fällen. Hier nochmals zur hypolimnischen Belüftung. Man kann über Pumpen das Hypolimnium mit Sauerstoffversorgung beziehungsweise auch mit Druckluft dieses Hypolimnium mit Sauerstoff versorgen und somit auch den Sauerstoff anreichern, indem man zum Beispiel sauerstoffreiches epilimnisches Wasser in das Hypolimnium einbringt. Also dieses sauerstoffreiche Wasser der Oberfläche einfach in die tieferen Schichten einpumpen. Das Olszewski-Rohr, welches ich vorher erwähnt habe, ist eine sehr gängige Vorrichtung zur Ableitung von den Tiefenwässern, wird zum Beispiel im Bibergersee verwendet, beziehungsweise auch im Hechtsee. Man kann es auch dann sehr gut erkennen, wenn diese Ableitung abseits des Sees irgendwo in den Wald zum Beispiel schüttet, und dieses Wasser ist gut erkennbar, weil es sehr stark
nach Schwefelwasserstoff riecht. Und hier kennt man schon diesen extremen Sauerstoffmangel. Über einen sogenannten Mönch kann man eben dieses sauerstoffreiche Wasser dann pumpen und somit tiefere Schichten wieder mit Sauerstoff versorgen. Oder wie erwähnt, Sediment entfernen, indem man zum Beispiel die oberste Sedimentschicht abträgt und somit ein Gewässer von diesen erhöhten Nährstoffkonzentrationen entlastet. Das heißt, man muss hier gleichzeitig auch den Phosphoreintrag reduzieren. Die Abdeckung des Sedimentes, welche als sehr drastische Methode genannt worden ist, sollte eine Methode sein, um diese Phosphorrücklösung aus dem Sediment zu unterbinden. Es kommt ja durch biogeochemische Prozesse zu einer Phosphorrücklösung, welches dann wieder in das Gewässer eingeführt wird. Und durch eine Abdeckung des Sedimentes, zum Beispiel mit Plastikfolien oder auch ein Verkleben dieses Sedimentes mit Aschen oder mit Ton und Sanden, kann man ebenfalls dieses Ergebnis erzielen, ist jedoch etwas fragwürdig. Die seeinterne Phosphatfällung kann man biologisch machen, wie eben vorhin erwähnt, durch die Aufnahme von Bakterien. Also die Bakterien nehmen es als Nährstoffspeicher auf, behalten das auch in der Zelle. Und diese Bakterien nehmen das auch gewollt auf während ungünstiger Lebensbedingungen. Was wir noch als Probleme sehen bei Gewässern, sind zum Beispiel extrem starke Wasserschwankungen durch eine wirtschaftliche Nutzung, wie zum Beispiel im Aachensee durch die Kraftwerkseinbindung, wo wir meterhohe Wasserspiegelschwankungen haben, wo zum Beispiel auch produktive Schichten abgelassen werden. Dann haben wir natürlich auch hier das Problem von diesen invasiven Arten, die andere Arten dann wieder verdrängen, wie zum Beispiel das Nixenkraut oder Veränderung der Landnutzung, Einbringung von den Pestiziden. Wie gesagt, das Problem der Hormoneinbringung, was zu einer Verweiblichung der männlichen Fischen führt, oder natürlich auch die Klimaänderung, welche zu einer Erwärmung der Seen führt, zu einer Verringerung der Eisbedeckungszeiten, Verschiebung der Mischungszeiten und auch zu einer zum Teil drastischen Erwärmung der Wassersäule. Und nur als Beispiel dazu der Gossenköllesee, der Hochgebirgsee auf 2400 Metern im Kütei, ist immer berichtet worden im Sommer Maximalwerte bis 15 Grad. Jetzt messen wir schon 18 Grad Celsius.